Erste Rednerin ist Renate Anderl von der SPÖ Wien. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrätin Renate Anderl. Bitte, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, werte Bundesrätinnen, werte Bundesräte, vor allem sehr geehrte Damen und Herren noch an den Bildschirmen. Ich beziehe mich mit meiner Wortmeldung auf die Novelle des Bauarbeiterurlaubs- und Abfertigungsgesetzes, eines Gesetzes, das sehr oder ausschließlich branchenspezifisch gestaltet ist. Einer jener Branchen, wo Menschen beschäftigt sind, die, ja, man kann sagen, nicht um 7 oder 8 Uhr in die Arbeit gehen und dort vielleicht dann ein Dach über den Kopf haben, das sie vor Hitze und Nässe schützt, sondern wir sprechen hier von Arbeitsverhältnissen, die sehr stark von Witterung abhängig sind und da, wo es nicht egal ist, ob heute die Sonne scheint mit 40 Grad oder ob ein Gewitterblitz dem anderen Platz macht oder ob ein Sturm kommt, der gerade alles wegweht, was nicht nagelfest ist. Ich persönlich habe mich schon vor 3 Jahren, nämlich im Jahr 2013, sehr gefreut, als es genau für diese Beschäftigungsgruppe gelungen ist, den Begriff Schlechtwetter zu erweitern. Was meine ich damit? Er wurde erweitert darum, dass es auch unter Schlechtwetter fällt, wenn es mehr als 3 Stunden 35 Grad hat und es nicht möglich ist, den Bauarbeiterinnen eine Chance zu geben, dass sie sich irgendwo im Kühlen aufhalten können. Und laut Kollektivvertrag haben jene dann die Möglichkeit, frei zu haben, weil es unter solchen Umständen ja eigentlich unmenschlich ist, die Arbeit zu verrichten. Und wer kennt nicht von uns die Baustellen auf den Autobahnen, die uns persönlich vielleicht als Verkehrsteilnehmer nicht so sehr freuen, aber die Bauarbeiter dort haben kaum eine Chance, bei Schlechtwetter irgendwo ihre Arbeit dort zu verrichten, wo man ein Dach über den Kopf hat. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch mit dieser Novelle ist es wieder gelungen, gerade für diese Beschäftigten einen Vorteil, das heißt ein Plus wieder zu erreichen. Und was mich als Gewerkschafterin besonders freut, ist, dass die Grundlage dieser Novelle eigentlich eine Einigung der Sozialpartner ist. Und das zeigt sich, dass konstruktive Gespräche und sehr intensive Verhandlungen innerhalb der Sozialpartnerschaft zu einem sehr tollen Erfolg führen. In dieser Novelle geht es ja auch unter anderem darum, Verbesserungen für Lehrlinge zu erreichen. Und auch das ist ja geglückt. Es ist jetzt neu, dass Lehrlinge ebenfalls Anspruch auf eine Schlechtwetterentschädigung haben und dass sie nicht wie bis dato, was für mich sehr unverständlich war, dass sie bis dato die Zeit, die sie nicht arbeiten konnten aufgrund des Schlechtwetters, in dieser Zeit Urlaub abgezogen bekommen haben. Für mich unverständlich, daher freue ich mich sehr, dass es jetzt gelungen ist, auch die Lehrlinge in diese Schlechtwetterentschädigung mit aufzunehmen. Weiters ist anzuführen, dass es mit dieser Novelle gelungen ist, eine Verbesserung des Vollzugs von Regelungen im Bereich des Überbrückungsgeldes sowie aber auch Verbesserungen bei der Anpassung einer Baustellendatenbank herbeizuführen. Ebenfalls alle Schritte, die sehr, sehr wichtig ist, um hier die Spielregeln am Bau einhalten zu können. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, gerade wenn es um den Bereich Bau geht, wurden hier im Hohen Haus schon ganz viele Maßnahmen beschlossen, wenn ich nur daran denke, an das Lohn- und Sozialdumpinggesetz. Und wir wissen alle, und gerade ich auch als Gewerkschafterin weiß, dass gerade in dieser Branche der Kampf gegen unfairen Wettbewerb, der Kampf um gute Arbeitsbedingungen, um Arbeitsplätze, die auch menschlich sind, dass dieser Kampf einfach weitergehen wird. Aber bei all dem vergessen wir nicht, und ich möchte wirklich hier den Vorsitzenden der Baugewerkschaft, Abgeordneten zum Nationalrat, Josef Muchic, zitieren, der sagte, es ist mit diesen Maßnahmen gelungen, die Arbeitslosigkeit am Bau in Österreich in den letzten Monaten um 10,5% zu senken. Und wir haben wirklich sinkende Arbeitslosenzahlen in einer der schwierigsten Branchen. Wir haben mehr als 900 neue Jobs und zusätzliche Jobs geschaffen. Wir haben 200 neue österreichische Betriebe auf dem Markt, die sich entsprechend am Wettbewerb beteiligen. Die Zahl der älteren Bauarbeiter ist im Steigen und das Antrittsalter steigt und die Jugendbeschäftigung steigt ebenfalls in dieser Branche. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist mit all den Maßnahmen, die hier beschlossen werden.
Und das konnte eben durch all das erreicht werden. Und daher wird meine Fraktion dieser wichtigen Novelle, diesem Gesetz zustimmen. Gerade in der Baubranche müssen man ständig um gute Arbeitsbedingungen kämpfen, sagt Renate Anderl von der SPÖ Wien. Das gegenständliche Gesetzespaket ist für sie ein wichtiger Teilsieg.